Moin Moin, Melf hier. Heute gibt's mal kein Intro zum Game Test. Wir wollen ja nicht wieder die halbe Stunde knacken. Von daher geben wir direkt Gas und legen los mit dem Game Test zum Finale der StarCraft 2 Trilogie. Die Rede ist vom Protoss Add-on Legacy of the Void. Ein kleiner Hinweis vorweg, mit ganz viel Optimismus und vielleicht noch einer Haartransplantation könnte ich mein Alter mit Mitte 20 angeben, aber selbst das ist ein viel zu hohes Alter, um noch irgendwas im Multiplayer von StarCraft 2 zu reißen. Es besteht nicht einmal mehr die theoretische Chance, dass ich auch nur ein Bronzematch in Legacy of the Void gewinnen würde. Deshalb spiele ich den MP nicht und beschränke mich in diesem Test komplett auf die Singleplayer-Kampagne und ob diese auch ohne den MP die 30 bis 40 Euro wert ist. Ich hoffe, dass Narons Geheimnisse noch verwahrt sind. Zuerst, wie immer, die Story, bei der ich natürlich so gut es geht auf Spoiler verzichte. Auch beim gezeigten Bildmaterial achte ich darauf, dass euch nichts verraten wird. Daraus lässt sich schwer Trost schöpfen, Alarak. Trost ist eine Lüge, die Kinder schützen soll, bis sie den Prüfungen und Schmerzen der Realität gewachsen sind. Nachdem man in Wings of Liberty mit den Terranern hauptsächlich die Fernsehsender von Diktator Manx bekämpft hat und sich Kerrigan im anschließenden Heart of the Swarm nicht zwischen ihrem Schwarm Jim Raynor und ihrem anderen Schwarm, dem Schwarm, entscheiden konnte, geht es in Legacy of the Void auf Seiten der Protoss endlich mal wieder um das große Ganze. Die Galaxie wird von der Quasi-Gottheit Amon heimgesucht, die alles Leben auszulöschen droht. Der dunkle Templar Zeratul erkennt als einziger die Zeichen und versucht sowohl Kerrigan, Raynor als auch den Hierarchen der Protoss Artanis zu überzeugen, vom Krieg gegeneinander abzulassen und sich gegen den eigentlichen Feind zu verbünden. Da Zeratul dummerweise schuld daran ist, dass die Protossheimer Welt Ajur von den Zerg überrannt wurde, stoßen seine Worte kaum auf offene Ohren und die Protoss steuern scheinbar blind in ihr Verderben. Wir haben viel gemeinsam durchgestanden, Zeratul. Doch es wurden unzählige Opfer erbracht, um diesen Augenblick herbeizuführen. Exekutorin, beginnt die Invasion! So, mehr wird nicht verraten, aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt mehr zu verraten, und zwar viel mehr. Ganz anders als in den Vorgängern. Wings of Liberty hatte ja im Prinzip keinerlei relevante Geschichte. Würde man alle für die große StarCraft-Story relevanten Missionen zusammenfassen, blieben am Ende vielleicht noch 4 Missionen übrig. Witzigerweise sind 3 davon aus der damaligen Protoss-Mini-Kampagne. Der Rest waren ausnahmslos Nebenkriegsschauplätze, die später nie wieder aufgegriffen wurden. Bei Heart of the Swarm wurde es zwar ein bisschen besser, trotzdem hatten locker die Hälfte der Mission keinen Bezug zur eigentlichen Haupthandlung. Was ist euch denn zugestoßen? Chris Metzen und seine Autoren versuchten lieber ihren Charakteren Emotionen einzuhauchen, als große Geschichten zu erzählen, wie das zum Beispiel StarCraft 1 oder Warcraft 3 getan haben, die meiner Meinung nach genau deshalb zu Kultspielen wurden. Okay, vielleicht lag's auch am Multiplayer. Bei Legacy of the Void kann ich diesbezüglich Entwarnung geben. Das Protoss-Add-on ist schlicht kolossal. Es ist mit einem Abstand von mehreren Lichtjahren sowas von das Beste der 3 Spiele, dass, ein Vergleich mit Wall und Hotz wird dem Spiel einfach nicht gerecht. Legacy of the Void spielt aus Story-Sicht absolut in einer Reihe mit Warcraft 3, mit StarCraft 1 oder mit Diablo 2. Allein der Anfang, also nach dem Prolog, wenn die Hauptkampagne losgeht. In der ersten Mission überrennt ihr mit einer ungeheuren Übermacht die Zergbrut mit epischer Musik und Artanis, der Anführer der Protoss, schmettert seine Schlachtrufe. Das ist überepisch und gleichzeitig weiß man, dass man da gerade mit wehenden Fahnen in seinen Untergang schreitet. Richtig geil dramaturgisch geschrieben. Krieger, Ajur erwartet euch. Zieht in den Kampf und erobert eure Heimat zurück. Ich kann nichts verraten, aber die Story von Legacy of the Void ist absolut der Hammer. Punkt 1, Relevanz. Jede Mission steuert mich auf das eine große Ziel zu, Amon besiegen. Es gibt mit 1-2 Ausnahmen keine Mission, die mir nicht relevant vorkommen. Zum Ende, wenn sich das Finale nähert, werden praktisch alle Missionen, die man bis dahin gespielt hat, in irgendeiner Form wieder aufgegriffen. Zum Beispiel Protoss XY, der mir in der finalen Schlacht zur Seite steht, weil ich ihm 15 Stunden zuvor bei der und der Sache geholfen habe. Oder die Waffe, die ich jetzt einsetzen kann, weil ich sie Partei Z in 5 Missionen früher abluchsen konnte und so weiter. Die nicht vorhandene Relevanz der Nebenmission aus Wings of Liberty oder der nicht zusammenhängenden Kampagnen aus Heart of the Swarm existieren nicht mehr. Es ist einfach eine große, zusammenhängende Kampagne und das ist auch gut so.
Darim sind hier. Sie greifen die Anlage an. Amon schickt seine Schergen. Macht unsere Krieger bereit. Punkt 2. Das Lore. Nach inzwischen 4 StarCraft-Spielen waren die Protoss noch immer ein Mysterium für mich. Irgendwelche psi-begabten Wesen mit komplexen Kasten, die irgendwie alle miteinander vereint sind, aber dann doch wieder gegeneinander kämpfen. Ich bin da nie so ganz durchgestiegen. Legacy of the Void nimmt sich dafür nun richtig viel Zeit. Man lernt viele verschiedene Fraktionen kennen, zum Beispiel die Traditionalisten oder die Ausgestoßenen und was diese jeweils antreibt. Jede Fraktion wird dabei von einer Hauptfigur repräsentiert, mit der man zwischen den Missionen Gespräche führen kann. Und ich wette mit euch, dass garantiert jeder dieser Protoss später in Heroes of the Storm eingebaut wird. Das ganze Protoss-Lore ist wirklich interessant, vor allem deshalb, weil es sich entwickelt. Die Protoss, die am Ende von Legacy of the Void in die Schlacht ziehen, sind komplett andere als zu Beginn der Kampagne. Im Angesicht ihrer Vernichtung verändern sich die Erstgeborenen praktisch komplett und man selbst als Spieler ist live dabei. In gewisser Weise wie damals in Warcraft bei Arthas, nur auf ein ganzes Volk bezogen und dass man in eine andere Richtung abbiegt. Ihr erhebt euch über eure Kaste, Kalai. Das ist Ketzerei. Amons Übermacht ist zu groß. Wir stehen vor der Vernichtung. Wenn uns diese Waffe hilft, werden wir sie einsetzen. Punkt 3. Das große Ganze. Legacy of the Void bekommt alle bisherigen StarCraft-Ereignisse unter einen Hut. Wirkte vor allem Wings of Liberty eher wie ein Sideplot im Vergleich zur Riesengeschichte von StarCraft 1 und Brood War, so ist Legacy of the Void definitiv Teil dieser großen Geschichte. Es wird sehr oft Bezug auf frühere Ereignisse genommen und man trifft auch alte Bekannte wieder. Die Idee rund um den Bösewicht Amon, wer er ist und was ihn antreibt, fügt sich richtig gut in StarCraft-Lore ein und man hat wirklich das Gefühl, dass Blizzard schon seit der ersten Erwähnung des Overminds und der Schaffung von Kerrigan genau wusste, dass all das irgendwann auf die Bedrohung in Form von Amon hinsteuern würde. Die Wiege des Lebens. Euer Anfang und euer Ende. Ich biete euch ein Geschenk an. Freiheit in nichts. Schweigt! Das schließt auch das meiner Meinung nach richtig geile Ende mit ein, das die StarCraft-Lore tatsächlich abschließt. Und bevor ich das nur kurz bei YouTube reinziehen wollt, A, es gibt kein Rendervideo und B, das Ende erstreckt sich über die letzten 5 Missionen, lohnt also nicht, spielt es lieber selber. Spielen ist das Stichwort. StarCraft 2 hat ja nicht nur Story, sondern auch Gameplay und zumindest da haben die beiden Vorgänger ja ziemlich gute Arbeit geleistet. Ich glaube, ich muss hier nichts Grundlegendes mehr erklären, weshalb wir auch direkt mit den Neuerungen von Legacy of the Void loslegen. Das größte neue Feature ist die Speer des Adun. Das gewaltige Raumschiff fliegt einen von Mission zu Mission und dient als Hauptquartier zwischen diesen. Das war in den Vorgängern mit der Hyperion und der Leviathan nicht anders, allerdings ist die Protoss-Arche nun auch Teil des Spiels während der Mission. Wir befinden uns an Bord eines Relikts, einer Erinnerung an die Blütezeit unserer Kultur. Das Flaggschiff lässt sich mit allerhand Fähigkeiten ausstatten, die man während der Einsätze nutzen kann. Beispielsweise einen Pylon an beliebiger Stelle heranwarpen oder ein orbitales Bombardement einleiten. Jede Fähigkeit kostet dabei Solarit, das man zum Beispiel für das Erfüllen von Bonuszielen erhält. Doch selbst wenn man jedes Bonusziel erledigt, hat man nie genug Solarit, um stets alle der besten Fähigkeiten nutzen zu können. Möchte ich zum Beispiel den teuren Reparaturstrahl mitnehmen, der mechanische Einheiten repariert, muss ich dafür auf den orbitalen Laserstrahl oder eine andere Fähigkeit verzichten. Und so weiter. Die Speer des Adun funktioniert wirklich sehr gut. Immer wieder baue ich neue Elemente ein und schmeiße andere raus und so kann eine gut getimte Fähigkeit tatsächlich den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ähnlich wie bei den Zerg in Heart of the Swarm können auch die Einheiten der Protoss vor jeder Mission individuell angepasst werden. Beispielsweise kann ich meine Dragoner mit Luftabwehrfeuer ausstatten oder sie mit einer mächtigen Schildfähigkeit vor Feindbeschuss schützen. Die einzelnen Unterschiede sind deutlich größer als bei Heart of the Swarm, sodass die drei Varianten pro Einheit sich teils in ihrer Spielweise komplett voneinander unterscheiden.
Wie viel Zeit man in dieses Feature und in die Speer des Adun steckt, hängt maßgeblich vom Schwierigkeitsgrad ab. Spielt ihr auf Normal, könnt ihr beide Features getrost ignorieren. Normal ist konsequent zu einfach. Ich empfehle euch, das Spiel auf Schwer zu spielen. Gerade zu Beginn kann das wirklich frustrierend sein, aber wenn mich der Schwarm in der Mission permanent zu überrennen droht, wirken Atanes Durchhalteappelle einfach deutlich atmosphärischer, als wenn da seine Stimme theatralisch aus den Boxen dröhnt, während nur ein kleines Rinnsal von Zergling gegen mein Bollwerk aus 100 Abwehrtürmen plätschert. Die Story lebt von der Dramatik und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kommt das einfach nicht rüber. Deshalb unbedingt auf Schwer spielen. Die Missionen sind gameplay-technisch für mich der größte Unterschied zu den beiden Vorgängern. Diese setzten stets auf einen Kniff, der mein Gameplay komplett bestimmte. Meistens war ich durch enge Zeitlimits gezwungen, dies oder das zu tun. Legacy of the Void hingegen orientiert sich deutlich mehr an StarCraft 1 und WarCraft 3. Sprich, ihr habt eine Basis, der Gegner hat eine Basis und ihr gewinnt, wenn ihr die Basis des Gegners zerstört. Natürlich gibt es auch weiterhin in jeder Mission besondere Ziele, aber die meiste Zeit wird auf ein Zeitlimit verzichtet und den Spieler mehr Raum für eigene Strategien gegeben. Was nicht heißt, dass die Herausforderung geringer ist. In einer der ersten Missionen müssen wir zum Beispiel einen Planeten evakuieren. Dazu müssen wir kleine Warp-Tore von den Zerg zurückerobern, damit diese sich mit einem großen Warp-Tor verbinden. Dieses Warp-Tor wird allerdings in regelmäßigen Abständen von zufällig spawnenden Luftabwehrzerg angegriffen, die ich schnell genug töten muss, bevor das Warp-Gate zerstört wird. Dann nimmt meine Armee gerade im Norden eine Zergbasis auseinander und im Süden spawnt so ein Viech. Zerstöre ich die Basis noch zu Ende oder ziehe ich mich sofort zurück, um den Schaden am Warp-Tor klein zu halten? Aber wenn ich das mache, ist die Zergbasis bei meiner Rückkehr eventuell schon wieder aufgebaut und oh fuck, meine Basis wird ja auch angegriffen. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Die Missionen dauern deutlich länger als in den Vorgängern und verlangen auch deutlich mehr Einheitenvielfalt. Bin ich in Heart of the Swarm irgendwann mit meinen Swarmholes einfach durch jede Mission marschiert, kann ich in Legacy of the Void Einheit A in Kombination mit Einheit B in einer Mission super funktionieren und in der nächsten gar keinen Sinn mehr machen. In den ersten Missionen habe ich zum Beispiel sehr gerne die unsichtbaren dunklen Templer eingesetzt, doch irgendwann fing die KI an, meine Templer mit Detektoren zu verfolgen, sodass diese reihenweise hops ging, wenn keine Stalker zur Unterstützung in der Nähe waren, die aber wiederum viel zu leicht von der Massen an Zerglingen auseinandergenommen werden. Das Austüfteln von Taktiken und Ausprobieren von Einheiten-Kombos macht richtig Laune und mir ist in den Vorgängern gar nicht aufgefallen, wie sehr mir das gefehlt hat. Erfahrt die Stärke der Auserwählten. Feindliche Schiffe nehmen Kurs auf unseren Nexus. Doch das Ganze hat auch seinen Preis. Die Missionsvielfalt ist deutlich reduziert worden. Missionen, in denen man zum Beispiel nur mit einzelnen Helden ohne Basisbau herumläuft oder originelle Elemente wie diese verlegbare Basis, gibt es kaum noch. Es ist mir eine Ehre. Technisch gibt's nicht viel zu sagen, für ein RTS-Game sieht StarCraft wie immer super aus, die Musik ist top, die Sprecher machen auch einen super Job und das Ding läuft rundum problemlos. Deshalb direkt zum Fazit. Wenn er es wagt, uns zu verraten oder sich gegen uns zu stellen, werde ich diese Korridore mit seinem Blut überziehen. Das schwöre ich. Gut, darauf zähle ich. StarCraft 2 Legacy of the Void ist ein großartiger Abschluss der StarCraft-Saga geworden. Es ist mit knapp 20 Stunden der längste der drei SC2-Teile, hat mit Abstand die beste Geschichte, beste Dramatik und auch beste Atmosphäre, ist inszenatorisch einmalig in seinem Genre. Auch wenn die Missionen deutlich mehr nach Schema F ablaufen als in den beiden Vorgängern, finde ich das sogar gut, weil sich dadurch das reine Gameplay viel besser entfalten kann. Aber ich verstehe auch, wenn einen die stark durchgescripteten, dafür aber individuelleren Missionen der Vorgänger besser gefallen haben. So oder so ist Legacy of the Void für jeden Fan des StarCraft-Szenarios Pflicht. Schlicht deshalb, weil die große Geschichte rund um die ganze Galaxie endgültig abgeschlossen wird. Um diesen Abschluss aber vollumfänglich genießen zu können, empfehle ich euch nicht nur die beiden Vorgänger zu spielen, sondern auch StarCraft 1 und Brood War. Klar, die Spiele sehen heute Grütze aus, aber auf dem leichten Schwierigkeitsgrad hat man sie ratzfatz durchgespielt. Und da Legacy of the Void auch sehr viel Bezug auf die alten Spiele nimmt, beziehungsweise erst richtig Sinn macht, wenn man die Geschichte der alten Spiele kennt, wird man so ein deutlich größeres Aha-Erlebnis haben. Von mir gibt's die klarste aller klaren Kaufempfehlungen. Meiner Meinung nach ist Legacy of the Void das Beste, was Blizzard Singleplayer-technisch seit WarCraft 3 auf die Beine gestellt hat. Und das macht irgendwie auch traurig. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es eventuell nie wieder ein Spiel dieser Art von Blizzard geben wird, da es einfach so gar nicht mehr in das restliche Line-Up ihrer Spiele passen möchte. Wäre Legacy of the Void nur so lala gewesen, hätte ich diesen Abschied vielleicht besser vertragen, aber dass Blizzard das Genre nun mit solch einem hervorragenden Abschluss begräbt,
macht es nur noch schwerer. Tja, sag niemals nie. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht?